Ich arbeite seit 5 Jahren in Zürich und ich muss jetzt einfach mal erzählen, was ich mir tagtäglich anhören muss als Thurgauer in einer fremden Stadt. Danae, kennst du einen Thurgauer Witz, den ich noch nie gehört habe fürs Video? Der ganze Thurgauer ist ein Witz. Ich höre immer, der Thurgauer Dialekt ist so grusig, kannst nicht mal normal reden. Alle, die das sagen, ich glaube nicht, dass ihr den Thurgauer Dialekt hässlich findet, weil ihr sind dann genau die, die zu mir kommen und sagen, Aurelio, kannst du mir das sagen? Aurelio, kannst du mir das sagen? Zum euch beweisen, dass ich nicht nur Scheiß erzähle, müsst ihr jetzt mal das anschauen. Was willst du, dass ich immer sage? Saletti, hast du ein Nüssli wählen? Saletti, hast du ein Nüssli wählen? Aurelio, wie heisst das schon wieder? Warum? Nein, wie heisst du? Ich habe es vergessen. Schau da für dich. Danke. Weißt du, was mich am meisten stresst? Ich probiere eine normale, erwachsene, gesunde Konversation mit Menschen zu führen. Und weißt du, was kommt zurück? Nur Bullshit. Hallo Lisa. Hallo Aurelio. Kurze Frage schnell. Wir gehen heute Abend wahrscheinlich noch nach dem Arbeiten ein bisschen Bierchen trinken. Willst du auch mitkommen? Ja, ich wäre schon dabei, aber gibt es auch Bio für Ali. Hast du ein Nüssli wählen? Siehst du? Jedes Mal. Wenn auch du eine Art findest, dass Öpfelsaft mit Abstand das Geilste ist, oder? Dann kannst du jetzt ganz mal schnell easy auf YouTube abonnieren. Top, danke. Tschüss.